Herr Watzelt, wir haben hier gerade zum ersten Mal über die Planetary Diet gesprochen in Deutschland. Die DGE hat sie zum ersten Mal kommentiert. Was verdanken wir der Planetary Diet? Welche Impulse gibt sie uns hier in Deutschland? Ja, sie gibt die Impulse, dass nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder Ernährungswissenschaftler auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern viele gesellschaftliche Gruppen, weil auf einer Ebene Eat Lancet diesen Bericht platzieren konnte, den wir national nie so mit unseren ähnlichen Aussagen so hätten platzieren können. Und dafür ist es eine sehr wichtige Unterstützung, dass das, was wir hier national erarbeiten, dass in vielen Punkten wirklich den Empfehlungen von Eat Lancet auch entspricht, dass es nun auch ja, viel breiter und auch in politischen Kreisen mehr wahrgenommen wird. Also Rückenwind für die Arbeit auf der DGE in Richtung Nachhaltigkeit. Absolut. Was sind so die nächsten Schritte der DGE jetzt? Ich meine, die DGE ist ja ohnehin auf dem Weg, aber was für Schwung gibt der Eat Lancet Report nochmal? Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht den Schwung von Eat Lancet gebraucht, weil vieles ja schon unterwegs ist. Letztes Jahr gab es mehrere Arbeiten, wo teilweise dieselben Autoren von dem Eat Lancet Report in einem Nature-Artikel dieselben Themen wiederum thematisiert hatten. Das ist, wenn man die Literatur verfolgt hat, ist das ein Thema. Die Instrumente, wie man das ableitet, wie man das jetzt auch für lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen integrieren kann, als neuen Aspekt, den zu gewichten im Vergleich zur ausreichenden Zufuhr an Nährstoffen. Das ist ja weiterhin ein Kriterium, das für uns wichtig ist, in Bezug auf die Reduktion des Erkrankungsrisikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel durch bestimmte Ernährungsmuster, Ernährungsweisen. Und das sind jetzt sehr viele verschiedene Aspekte, die man in einen Topf wirft. Aber daraus Empfehlungen abzuleiten, kann man nicht einfach so, sondern man braucht eine mathematische Modelle, mit denen wir arbeiten und die wir derzeit entwickeln. Und da können wir verschiedene Aspekte, sei es jetzt die ökologische Nachhaltigkeit in Form von Landverbrauch, Wasserverbrauch, CO2-Fußabdruck, das kann alles mit berücksichtigt werden. Die Zahlen sind verfügbar, da haben wir auch die entsprechenden Partner in Europa, die uns solche Zahlen zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, jetzt arbeiten wir an dem mathematischen Modell und dann kommen wir am Ende auch zu quantitativen Empfehlungen, wie viele Milchprodukte sind wirklich, wenn wir alle Aspekte berücksichtigen, auch die Ernährungskultur und Tradition in einem Land. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt und das wird uns in die Lage versetzen, dann unter Berücksichtigung all dieser Aspekte dann sehr wissenschaftsbasierte, lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen auszusprechen. Und das wird dann, nachdem die Arbeitsgruppe dieses entwickelt hat, wird es dann in allen Ebenen der DGE, was Broschüren angeht, was Fortbildungsmaßnahmen, was Zertifizierungen angeht, überall da wird dieser Aspekt dann der Nachhaltigkeit dann mit einbezogen. Da sind wir jetzt schon unterwegs und das werden wir noch weiter intensivieren. Genau, jetzt sind wir schon ein bisschen bei dem Thema Transformation. Was muss passieren, damit wir das unter das Volk bringen? Was ist das Dringlichste, was passieren muss für eine gesunde und nachhaltige Ernährungstransformation? Ganz dringend Erforderliche ist, dass wir nicht als DGE alleine unterwegs sind, sondern dass wir uns zusammentun. Dass wir uns zusammentun mit Eat-Lancet zum Beispiel, dass wir uns zusammentun mit Aktivitäten auf europäischer Ebene. Wir haben kürzlich Kontakt aufgenommen mit Kollegen von der Europäischen Kommission, die beim Joint Research Center in Italien arbeiten, die diese Indikatoren für die Nachhaltigkeit zum Beispiel erarbeiten und die auch ihrerseits mehr Interesse haben, was hat es denn für Auswirkungen auf die Gesundheit? Also von mehreren Seiten kommen verschiedene Fachgesellschaften und Institutionen zusammen und ich glaube, das ist auch ganz zwingend erforderlich, weil die DGE wird nur in einem sehr kleinen Kreis gehört von Ernährungsspezialisten, Ernährungsberaterinnen und unser Einfluss reicht nicht aus, um wirklich in der Breite eine Veränderung, die auf gesellschaftlicher Ebene erforderlich ist, zu erreichen. Da müssen wir uns mit vielen Partnern, die in dem Bereich aktiv sind, zusammenschließen. Und das, denke ich, muss einer der nächsten Schritte sein, dass wir da wirklich den Schulterschluss suchen. Und letzte Frage, wie dringlich ist die Ernährungstransformation? Was für eine Frage. Na, ganz natürlich ist die Transformation der entscheidende Schritt. Wir als Wissenschaftler
wir sind eine kleine Anzahl der Bevölkerung, die sich da professionell damit beschäftigen. Was wir erreichen wollen, ist, dass die Gesellschaft das versteht. Wir haben heute viel über die Motivation geredet, dass die Motivation auch da ist, bei denen, die sich zumindest dafür interessieren und bei denen, die das nie interessieren wird, trotzdem die politischen Rahmenbedingungen so sind, dass denen auch die Möglichkeit gegeben wird, diese Aspekte oder dass sie vielleicht auch in diese Richtung angestoßen werden, dass diese Aspekte auch in ihrem Alltagsleben mehr eine Rolle spielen, als es derzeit der Fall ist. Okay.